So. Ist hier ein Light-Level von 7? Ja, ganz kurz. Scheiße. Okay, dann an die Wand. So. Hier ist auch ein Light-Level. Das muss ich auch ein bisschen fixen, sonst spawnen hier scheiße Monster. Und ihr wisst ja, wie schnell das geht bei mir. Auf jeden Fall, ja. Wie wär's, wenn wir einfach mal hier die Brewing Stands hinstellen? Zack, 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 zack. Hier fehlen zwei, da fehlt zwei. Wisst ihr was? Ich mach nur 9 hin. So. Und dann stelle ich sie so in einem Kreis hin. Und ich würde sagen, dann wenn ich sie so hinstelle, kann ich sie nacheinander immer zack, zack, zack. Ups. Die Torte soll ich hier hin machen. Du ebenfalls. So. Am besten mache ich hier dann unten Licht hin. Und wie gesagt, dann kann ich sie ganz schnell hier umgreifen. Und ich mache dann hier oben so ein System oder dahinter so ein System, in denen dann Items ausgespuckt werden, die dann so fließen hier rum und dann hier hin, sodass ich sie nur abgreifen muss. Mal gucken. Zuerst einmal baue ich hier das hier mit Cobblestone so. Nein, ich mache am besten so, das so hin, dass die Items hier hinfließen. So. Erstmal als Übergangslösung. Und hier mache ich mal eine Wand hin, so. Aber symmetrisch. Und am besten Glas brauche ich auch noch, habe ich ganz vergessen. Okay, egal. Also zuerst mal kommt mir eine kleine Idee. Moment. Ich hole erstmal das Glas. Du schon wieder. Du spawnst doch jedes Mal. Ah. Müll. Müll. Wow, es sind echt viele Skeletons hier. Wisst ihr was? Die lassen wir erstmal da. Denn ich habe eine kleine Idee dann später. Ich mache das Lied weiter. Ja, Day's End. Das ist so schön. Also, ich weiß ja nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber irgendwie habe ich ein mummiges Gefühl, wenn ich hier mit einem Feuerzeug rumrenne. Ah, das ist schlimm. Okay, wir nehmen einfach mal das hier und einen zweiten Wassereimer, da wir wahrscheinlich eine unendliche Wasserquelle brauchen. Repeater, Torches, Lever, Dispenser, alles mögliche und Bögen. Zack, zack. Und wir kriegen wahrscheinlich von den Skeletons auch ein paar Bögen. Deswegen ist das nicht allzu schlimm. Was wollte ich holen? Ich wollte... ja. Nein, ich wollte Glas holen, genau. Ah, ja, ja, schön. Na gut, dann wird jetzt Sand gebraten. 1, 2, 3, 4. Und du auch. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück oder beziehungsweise craft mir... ein wenig Torches. Naja, das war nicht so mein Ziel gerade. Ich wollte nämlich etwas mehr als das. Aber dann tun wir mal den Überschuss hier weg. Mhm. So. Ich würde sagen, wir gucken nochmal ganz kurz nach der Loopmaschine. Wee, plumpf. Oh, das ist schön. Ja, 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 ja. Zwei Gunpowder. Wisst ihr was? Ich habe keine Chests dabei. Ah! Na gut. Dann machen wir uns eine. So, die kommt jetzt hier vorne hin, damit ich den ganzen Scheiß da reintun kann. Denn wenn ich hier hingehe, habe ich wohl kaum Lust, ein bisschen Krempel bei mir rumzuschleppen hier. So, den mache ich hier rein. Und dort kommen Bones und Gunpowder und das hier. Aber Gunpowder brauche ich. Deswegen, so. Das war gerade mein Steam. Ich sollte vielleicht in Steam offline gehen. Genau. Halt's Maul, Spinne. Ja.
despawnt. Sehr traurig. Was habe ich denn jetzt bekommen hier? Na, egal. Ja, also wie gesagt, ich baue hier mal ein bisschen um und Redstone und Gunpowder und Dispenser, das kommt alles mal hier rein. So. Und ich würde sagen, wir überlegen uns jetzt mal ein Konzept. Aber zuerst nochmal, ich markiere mal die Mitte hier. So. So. Und jetzt, zack und zack. Ich zeige euch gleich, was ich mache hier. Ein Schild. Ach, natürlich habe ich keine. Ich hätte mir auch ein Schild machen können, holen können, aber. Wow. So. Das Wasser tun wir jetzt hier hin. Und das fällt jetzt nicht runter. Und ich sollte eine Quelle bauen, bevor ich irgendwas mache hier. Hallöchen. Eisen. Ich habe dich gesehen. Und weißt du was? Es juckt mich nicht. So. Wir tun jetzt das Wasser hier hin und ich zeige euch gleich, was ich meine. Wenn ich jetzt nochmal zurückrenne. Ja, Backtracking. Ich muss hier wirklich mal Slabs hinbauen und das werde ich jetzt auch tun, denn hier kann man nicht hochsprinten. Das ist scheiße. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, 36 reichen. Weg mit den Stairs. Nein, du sollst nicht das weg. Mano. Problem ist, ich darf da keine Dings hin tun. Keine Slabs. Ich kann euch gleich zeigen, warum. Weil die Stone Slabs blocken das Licht. Und hier oben ist zwar noch Licht, aber es ist halt kritisch, wenn ich hier dann ein Light Level von 8 und 9 habe. Denn man merkt, dass es geblockt wird. Ich mach das mal hier weg und mach hier mal diesen Slap, 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 Slap. Schon wieder Final Fantasy. Ja, gut, das klingt doch schon besser. Zack, 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 zack. Und. Mach hier mal die Slaps hin. Und jetzt kann ich auch gleich. Hey, was ist das denn? Warum sind hier Löcher? Verbiete Löcher. So, das bedeutet. Oh, okay. Dann muss hier anscheinend Holz hin. Zack. So. Ja, das bedeutet, ich kann jetzt hier hochrennen. Zack, 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 zack. Ohne, dass ich abgestoppt werde. Ah, hast mich schon mal immer auf den Sack hier. Aber, was ich holen wollte, ist das Glas. Das Gras, der Stoff, Alter. Der Stoff hier im Ofen. Der natürlich fast fertig ist, aber nicht ganz. Was wollte ich machen? Ich wollte Gläser machen. Reagenzgläser. Ich wollte das hier, so, und noch eine Ladung. So, und das eine Ding kann jetzt da noch drin bleiben. Das juckt mich nämlich wenig. Und hier muss ich irgendwann mal auch Slaps hin tun, aber da habe ich leider keine Idee, wie ich das machen könnte. Gescheit. Dann gehen wir mal zurück zu unserem Potion Room. Und wir sind auch noch. Oh Gott, ey. Manometer. Das mache ich jetzt auch weg hier. Kann ja nicht angehen. Nein! So. Ich meine, das Holz muss irgendwann stoppen, oder? Also. Und dann kann ich hier wenigstens auch hochrennen. Und irgendwann werde ich das hier ersetzen durch irgendwelchen Mossstone oder sowas. Auf jeden Fall sind wir jetzt in unserem halben Potion Room. Und jetzt zeige ich euch, was ich meine. Nämlich, für Brewing braucht man Gläser. Und diese Gläser müssen mit Wasser gefüllt sein. Und sobald ich, wenn ich mal ganz kurz hier hingehe, hier rechts klicke, geht eins von den Dingern hier in mein Inventar. Aber wenn ich alles voll habe, was passieren wird, wenn ich ganz viele Gläser habe, dann passiert folgendes. Piu, fliegen vorne raus. Und zwar in die Richtung, die ich gucke. Und wenn ihr jetzt ganz schlau seid, Moment, ich trinke mal eins aus, damit ich wieder. Ah ne, muss ich gar nicht, okay. So. Wenn ihr ganz schlau seid, dann gehen wir hier hin. Und jetzt passt mal auf, Achtung. So, dann haben wir hier lauter Wasserflächen, die wir einfach nur so, 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 so,
So, hier reinfüllen können. Absolut nützlich. Und ich kann das letzte auch erreichen, habe ich ausgerechnet hier. Genau. Habt's gesehen? Das war absolut, absolut nützlich. Denn hier ist alles jetzt voll. Und ich habe mich nicht mal einen Meter bewegt. So, das bleibt jetzt hier. Und das Einzige, was ich noch machen muss, ist die einzelnen Zutaten hier. Am besten mache ich hier oben Knöpfe hin. Und die aktivieren dann Dispenser. Ich glaube, ich habe eine Idee. Moment mal, ich baue hier mal Dispenser. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie gehen die nochmal? Ich glaube, Redstone brauche ich dafür und Bogen. Bögen. Und dazu hier ein Bogen. Nein, das war glaube ich so. Nein, ich brauche Eisen, oder?